versteht man eigentlich nicht. Das ist von L'Oreal. Color Appeal. Ich habe das schon sehr lange. Wie ihr seht, ist es ja schon fast bei mir leer. Ich glaube, dass es das noch gibt. Ich habe das in Serbien gekauft. Ich habe keine Ahnung, von welcher Marke das ist. Aber ja, es hat, wenn man es aufmacht, hat es erstmal diese Farben. Oh. Und von der Konsistenz fühlt sich auch, es irgendwie richtig pudrig an, fast wie Staub. Es fühlt sich komisch an. Und ja, wenn man es gibt, man kann es noch hier aufmachen. Und dann finde ich hier nur schwarz-weiß drauf. Und ja, und ihr findet, ich glaube in Bipa, also DM, findet ihr sicher. Das ist eher so eine Champagner-mäßige Farbe. Und die tragen wir nicht, also ich trage sie schon auf, aber so in Tupfbewegungen. Einen fluffigen Pinsel und wir verblenden das schön in die Lidfalte. Und zwar benutze ich für das erste, eigentlich ist es fürs Gesicht, aber weil es zu dunkel ist, weil es für mein Gesicht zu dunkel ist, benutze ich das jetzt einfach für meine Lidfalte. Und noch einmal von H&M diese Nude Palette. Und benutze ich die dunkelste Farbe, das ist so ein grau-braun. Und das gebe ich auch wirklich nur minimal in die Falte. Jetzt benutze ich so einen angeschrägten kleinen Pinsel. Und benutze den Lidschatten in Schwarz von Manhattan und ja, trage das auf und mache einen ganz leichten, so als würde ich jetzt Eyeliner auftragen. Jetzt tun wir diesen Lidschatten noch in die Lidfalte einarbeiten. Pinsel. Das ist auch etwas so fluffy-mäßig und den tupfe ich auch noch in den schwarzen Lidschatten ein und verblende das. Und jetzt nehme ich auch von H&M einen Eyeliner und mache einen dünnen Lidstrich und auch diesen Cat Eye und ja. Und zwar nehmt ihr einfach ein feuchtes Tuch, ein Kosmetiktuch oder so und macht hier von da auf, oder einfach von da bis zur Augenbraue. Dann habt ihr das einen richtig sauberen Strich.
Kader und dann sind wir eigentlich schon fertig.